Hallo und herzlich willkommen, hier sind wir wieder, Lead Gaming. Heute mit einem weiteren Survival-Titel für euch, Ark. Aber nun mal zuerst zum Intro. Ist nicht gut für kleine Gaufe. Wie schon gesagt, der Titel, den wir hier anschauen, heißt Ark. Kurz vorweg, das Spiel ist wunderschön. Haben sie sich echt Mühe gegeben bei den Graphics. Ist ein Survival-Spiel wie viele andere auch. Ihr habt da schon gesehen, ihr müsst da Sachen farmen, um zu essen. Ihr müsst da Sachen farmen, um zu bauen. Ihr müsst hier irgendwelche Viecher jagen, um da an Fleisch zu kommen. Und ihr könnt hier auch Viecher zähmen. Das heißt, die Dinosaurier hier müssen nicht alle nur getötet werden, ihr könnt die auch zähmen. Und wenn ihr die dann zähmt, könnt ihr die dann nachher auch weiterhin gebrauchen. Das ist so der Hauptunterschied des Spiels gegenüber anderen Survival-Spielen. Und wenn ihr die dann da gebrauchen möchtet, könnt ihr die da entweder als Werkzeuge gebrauchen, wie ihr das hier gerade seht. Da könnt ihr dann die Sachen, die ihr da gefarmt habt, übers Inventar des Dinosauriers gleich mitnehmen. Oder die Dinosaurier sind da, um euch zu beschützen, falls da andere böse Saurier oder PvP-Spieler kommen. Wie ihr das Ganze seht, das Ganze hat uns sehr gut gefallen. Das einzige Manko ist halt, ihr braucht eine anständige Grafikkarte, einen anständigen Rechner, sonst wird das hier gar nichts. Hier seht ihr gerade John Doe, also ihr seht, ihr könnt da die Charakter so schräg einstellen, wie ihr das gerne haben möchtet. Ist ein Early Access Titel, ist noch in der Testphase und somit auch noch nicht ganz bugfrei. Ehrlich gesagt, jetzt, da der Titel auch auf der Xbox One erschienen ist, müssen wir sagen, ja, so die Preisunterschiede da lassen uns ganz schön schockieren. Also das Game ist ja noch nicht ganz fertig und auf der Xbox One kostet das Ganze 60 Mücken. Krasse Sache. Auf dem PC ist das Ganze ein bisschen billiger und es hat uns auch sehr gut gefallen. Allerdings auch ein Titel, der sehr, sehr grindy ist, nicht empfehlenswert allein zu spielen, zu grindy. Und somit gibt's von uns 6 von 10 Punkten für diesen tollen Dino-Survival-Titel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.